Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber. Ja, nach diesem langen Marathon letzten Freitag fahren wir nun fort mit gewohnten Sachen. Und zwar werden wir, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, jeden Montag, Donnerstag und Samstag wird eine Transportfieber-Folge kommen. Und da freue ich mich schon drauf. Oh je, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Sehr viel Produktion und hier wahrscheinlich auch. Okay, da kommt aber fast nichts an. Müssen wir den noch schnell ins Depot schicken. So. Das ist mir nämlich zu wenig. Weil da warten dann auch schon 140 Getreide. Und der nimmt ja nicht so viel auf. Deshalb geben wir dem hier dann auf jeden Fall gleich mal die schnellere Lok und mehr Getreidewagen. Oh, da ist auch noch einer drin. Warum denn das? Dann verkaufen wir mal. Haben wir noch ein bisschen Geld bekommen? So, machen wir mal kurz Pause. Wunderbar. So, die Lok kommt weg. Dafür hängen wir... Uiuiui, da gibt es ja dann doch schon einige. Diesel, nein, Dampf. Möchte ich gerne... Bislang hatten wir die, ja, die ist aber jetzt deutlich zu schwach geworden. Was hat die uns gekostet? 300.000. Jetzt sind wir bei 500.000, aber die fährt nur 80, die fährt 90 und die fährt 100. Was fährt die? Die fährt 120. Ich glaube, wir nehmen hier diese hier. Und hängen ihm da dann noch ein paar Güterwägen dran. Hier oben. Getreide. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal 8. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Welche Linie ist es denn? Die hier. 4. Dann werden wir auf jeden Fall mehr Getreidezulieferung haben. Achso, der muss hier noch warten, okay. Ja, und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich streame gerade auf Twitch und auf YouTube. Transportfieber, also wer das noch sehen möchte, kann gerne vorbeischauen, ja. Es ist auf beiden verfügbar. Also wer lieber auf YouTube guckt, kann auf YouTube gucken. Wer lieber auf Twitch schaut, kann auch auf Twitch schauen. Dafür habe ich es ja eingerichtet. So, wie viel kann der nehmen? Der kann 96 kann der mitnehmen. Da hätten wir fast noch einen Wagen mitnehmen, dazu nehmen können. Aber man sieht, die Produktion steigt an. Wir könnten auch sagen... Weh, da warten aber auch viele. Aber die gehen alle mit, das ist wunderbar. Muss ich hier bloß mal schnell schauen, der Bahnhof läuft nämlich voll. So, das ist es nämlich. Der Bahnhof läuft voll und kann keine mehr aufnehmen. Da hätten wir noch zwei Wagen hinhängen können. Ja gut, jetzt ist halt so. Getreide 34. Ja, gut, also wir könnten da auch jeweils sagen, wir nutzen das andere Gleis, aber für was dann, ja? Wir könnten dann auch gleich hier ein Autosave erleben. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, wir könnten die nächste Stadt anschließen.
Oder wir können dafür sorgen, dass eine weitere Güterkette in unsere Stadt gelangt, zum Beispiel Baumaterialien. Oder hier Waren. So, dafür bräuchten wir Bretter und Kunststoff oder Bretter und Stahl. Okay, wo bekommen wir das denn her? Hier wird man Bretter herbekommen. Dann bräuchten wir da noch Holz da dafür. Okay, und dann brauchen wir noch Stahl. Nein. Stahl. Oder gehen wir mal in die Richtung, ob es hier besser ausschaut, weil da haben wir auf jeden Fall schon mal Eisenerz und Kohle. Das brauchen wir für Stahl. Das können wir dann. Okay, wir könnten auch diese Fabrik hier verwenden. Dafür bräuchten wir aber zweimal Bretter und Stahl. Oder hier zweimal Bretter und Stahl können zu Werkzeuge. Aha. Okay, jetzt bräuchte ich bloß noch eine Stahlfabrik. Das wäre hier. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Die produziert auch Schlacke. Dann haben wir hier ja auch einen Steinbruch. Genau. Oha. Hart kompliziert. Aber wir haben dann auch hier und da Kohle. Deshalb würde ich jetzt eher einfach mal anfangen mit einer großen LKW-Station. Ja, machen wir mal eine große. So, die können wir mal hier anlegen. Dann transportieren wir die Kohle mit der Straße. Oh, wo können wir es denn anlegen? Können wir es hier? Ah ja, genau. Dann transportieren wir die Kohle mit der Straße und den Rest würde ich dann doch eher gern mit dem Zug machen. Wir könnten dann auch gleich hier sagen, den Stein hier rüber. Dann könnten wir hier auch gleich LKW-Station machen. So, und dort eine große. Bisschen drehen. Wunderbar. Dann bräuchten wir da noch Verbindungsstraßen, aber 30 ist mir zu wenig. Aber ich würde da gern anfangs schauen, was wir denn überhaupt haben. Weil dann würde ich natürlich die Straßen nach den Fahrzeugen richten und wir haben eigentlich nur ein Fahrzeug, das 40 kann. 40, das kann sogar nur 30. Dann mache ich hier die Straße mal. Das ist alles innerorts. Hier, Landstraße, genau. Die kleine ist für 60. Weil dann muss hier noch eine Straße gezogen werden. Oh, einmal hier rüber. Quer durch die Prärie. Also da merkt man ja schon, da haben wir einmal sozusagen das Übrige, was bei dem einen da bleibt, können wir dann oder muss dann für das nächste verwendet werden. So, das ist die Straßen. Wie kann ich den Straßen aufwerten? Aufrüsten. Perfekt, haha. So, da haben wir schon eine große, das freut mich. Und
Schlacke, genau, und hier muss der Stein dann noch rüber transportiert werden. Die Straßen müssen wir dann natürlich spätestens, wenn wir neue Fahrzeuge haben, dann auch austauschen oder aufrüsten. Müssen wir mal schauen, dass wir nicht so viele Hügel hier mitnehmen. Ja. Und da. Dann würde ich sagen, gehen wir dann in die gleiche Kreuzung hier rein. So. Wunderbar. Dann wieder hier unser Aufrüst. Genau. Und hier würde ich das Ganze dann gerne mit dem Zug befördern. Das heißt, erstmal ein Autosave machen natürlich. Wir brauchen ein... Oh, wir haben... wir haben modernere. Verstehe. Hier haben wir noch nichts Neues. Aber wir machen hier einfach mal einen Kopfbahnhof hin. Könnten wir eigentlich auch gleich zweigleisig machen. Es ist halt die Frage, wie die sich dann ausbauen. Geht es dann nicht, oder? Bauen die sich dann hier aus, oder? Werden wir dann sehen. Wir verbinden mit. Und dann brauchen wir hier einen Bahnhof. Jetzt muss ich kurz überlegen. Der produziert Stahl, Stahlschlacke oder nur Stahl. Alles klar. Das Stahl muss dann hierhin transportiert werden. Genau, weil da können wir dann mit dem und mit dem das produzieren. Das ist wunderbar. Das heißt, wir bauen hier auch einen Kopfbahnhof hin. Der wird dann aber wirklich zweigleisig, den könnten wir dann auch eigentlich länger... Ja gut, wir können ja immer noch ausbauen. Machen wir mal ein bisschen so. Wunderbar. Dann liefern wir das hier an. Genau. Und bringen das dann wieder zurück hierhin. Und das wird dann verteilt. Das heißt, hier bräuchten wir dann eher... Dann könnten wir einmal sagen, wir machen hier wieder einen Bahnhof hin, womit wir dann die und diese Stadt dann anschließen. Das heißt, wir machen da wieder einen Kopfbahnhof hin. Der wird dann aber dreigleisig. Ich hoffe, dass die Fabriken dann trotzdem noch ausbauen können. Nicht, dass wir jetzt da hier irgendwas verbaut haben, dass die sich nicht mehr ausbreiten können. Und für diese Stadt hier, da machen wir eine ganz einfache LKW-Verbindung ein. So. Aber ich würde gerne die Straßen noch wieder aufrüsten. Genau. Halte Shift gedrückt, um Segmente. So. So machen wir's. So lassen wir es, genau. Wunderbar, dann müssten wir nur noch verbinden. Ah, wir haben schon Hochgeschwindigkeitsschienen und die sind wahrscheinlich wieder für 300, nehme ich mal an. Aber es soll ja möglich sein, Schienen zu modden. Deshalb sehe ich da überhaupt gar keine Probleme mit. Wo ist denn unser Bahnhof? Der ist so ausgerichtet, okay. Fahren wir mal so weg.
Ja, wir könnten es auch. Weil ich möchte eigentlich so wenig wie möglich unseren Zulieferern kreuzen. Deshalb mache ich es mal eher so. Mach hier unsere berühmte X-Weiche rein. Halt, wo war's denn jetzt hier? So, und dann führen wir das sozusagen da knapp an der Straße vorbei. Gedacht war es so. Oder gedacht ist es so. Aha. Perfekt, genau. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Perfekt. Weil dann stören wir hier sozusagen diesen Weg der Stein-LKWs später nicht. Weil würden wir hier vier Gleise durchziehen, da wären die Schranken sicherlich immer oft unten. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, der zweite noch. Oh, was jetzt? Parallelgleis. Machen wir hier wieder eine Abzweigung. 60. Da rein. Und jetzt brauchen wir ja noch das Gleis zum... hierhin. Habe ich es kurz gesucht. Das machen wir so. Wieder ein Autosave. Oh, was ist das? Das können wir ein bisschen schneller machen, hier die Einfahrt mit 80. Ah, genau, dann... dann sollte das hier aber kein Kopfbahnhof sein. Außer wir sagen hier davor weggehen, ja, das machen wir so. Ziehen wir mal zum Bahnhof. Ah, der macht da eine Schneise rein, gefällt mir nicht so gut. Wollen wir dann doch einzeln machen. Ah, der nimmt es nicht mehr an, wenn man hier anfängt, das ist, ne, auch ein bisschen kacke. Und da ziehen wir auf jeden Fall mal dahin. Und das Gleis war ja dann für den Abtransport gedacht. Das heißt, wir müssen hier dann auch wieder eine Weiche reinsetzen. Also das ist echt geil, diese Weiche hier. Gab's natürlich so in Train Fever nicht. Okay, das ist nicht möglich. Aber das ist möglich. Wunderbar. Was? Warum habe ich denn jetzt Oberleitungen? Ja. Okay. Wird es ab einem bestimmten Jahr automatisch gemacht? Okay, komisch. Wir können ja noch schnell die Linien einrichten und dann ist ja die Folge auch schon leider wieder vorbei. Oh, das wäre einmal von hier nach da.
Und wir haben ja die Linie noch nicht beschriftet. Das ist... was ist das? Ist das Kohle oder... Ja, das ist Kohle. Müssen wir Linie 9 noch beschriften. Das ist Kohle. Kohle. Dornburg. Und die anderen werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.